Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zum American Truck Simulator. Unterwegs sind wir mit dem Volvo VNL. Was ist hier los? 680 aus dem Jahr 2018, also das ist jetzt der neue Volvo, aber als Mod. Wir sind auf der aktuellen Karte von American Truck Simulator, und zwar diesen Toons Pav, was weiß ich, ist ein neuer Bereich hier, so wie es aussieht. Also die Stadt war vorher nicht drinnen, die haben ja gesagt, die wollen immer wieder ein paar Strecken mit hinzufügen und noch ein paar Städte einbauen, und ich habe hier quasi diesen neuen eigenen Trailer, wo ich quasi Holz und Stahlrollen transportieren kann. Bevor wir hier Ewigkeiten rum warten, würde ich jetzt einfach sagen, fahren wir los. Und eine Sache würde ich mal fragen. Ich habe jetzt mal was umgeändert. Und zwar, wenn ich jetzt nach rechts gucke, ein Klick. Ja, dann kann ich besser hier gucken. Vorher habe ich es ja immer so gemacht. Aber, naja, gut. Okay. Hier staut sich das. Da vorne ist ein Unfall. Ach, du meine grüne Nase. Ah, das ist ja wirklich hier mega Stau hier. Wie kommen wir jetzt hier runter? Müssen wir jetzt... Ach, guck mal hier! Ein DeLorean, oder wie der heißt. Na gut, wir müssen bescheißen. Ja. Hier ist ordentlich Stau am Stüssel. Leertaste, gut. Fahren wir mal. Ich habe jetzt noch keine Ladung aufgenommen, weil hier keine Ladung gibt. Deswegen fahren wir mal einfach gemütlich jetzt den Weg ab. Aha. Polizei ist auch am Start hier. 35 Meilen dürfen wir fahren. Wir machen mal Tempomat rein. Jetzt sind noch 25. Schön gemütlich cruisen wir erstmal hier lang. Schon mal rüber. Jetzt ist die Stadt wie ausgestorben hier. Schön mit dem Volvo. Und ich denke mal, bei der nächsten Tour werden wir mal Holz transportieren. Das ist einfach nur, dass wir jetzt mal hier einen kleinen, aber feinen Überblick uns mal genehmigen. Es gibt ja neue Bilder auch für das Washington DLC. Habe ich mir selber noch nicht angeguckt, weil, wie gesagt, ich bin ja erst aus dem Urlaub zurück. Führen wir mal Licht hier an die Karre. Wie parkt denn der hier? Aber das ist nicht so üblich, wie der da parkt. Ah, hier eine Werkstatt. Okay. Ja. Und da vorne müssen wir geradeaus weiter. Ja, ich dachte, ich muss da schon links abbiegen. Ist wohl noch nicht so der Fall. Nach da vorne geht's weiter. So. Juhu. Ein neuer Abonnent. Okay. Ja, man kann ja mal wieder eine Runde ATS spielen, ne? Da muss ich mir erstmal dran gewöhnen, wenn ich jetzt hier rüber gucke, dass ich gleich da drüben bin. Also für mich ist dann die Frage, ob ich das auch beim Euro Truck Simulator so machen soll. Dann kann ich das gut und gerne mal so ändern. So, wir fahren jetzt hier ab. Blinkerkamera bleibt natürlich erstmal so. Oh ja, komm, wir nehmen das. Heute mal Leerfahrt machen mit dem Volvo. Wo wir doch auch hoffen, dass dieser Volvo irgendwann mal ins Spiel kommt. Wir haben 163 Meilen, die wir jetzt einfach mal so Leerfahrt hier machen. Aber ich denke, das ist kein Problem. Fahren wir mal hinter dem Bus hinterher. Der fährt bestimmt nachher ein bisschen schneller. 70 Meilen hier auf so einer Straße mit einem LKW ist schon eine Hausnummer, ne? Hier ist auch alles neu. Dann können wir irgendwann mal an einen Streckenabschnitt, wo wir natürlich schon mal lang gefahren sind. Ich mache mal 55 Meilen. Dann fahren wir wenigstens auf den LKW, auf den Bus hier nicht auf. Können gemütlich hier lang cruisen. Ja, ich merke schon, hier wird es schon wieder langsamer.
Wieso eigentlich? Weil wir jetzt im Berge hochfahren oder was? Hm. Ah, schönes Gefährt, oder? Schöner LKW. Also ich hoffe, dass diese Version vom Volvo auch nochmal ins Spiel reinkommt. Und wann Washington rauskommt, das weiß ich nicht. Na, also müssen wir ein bisschen geduldig sein. Was ist denn das hier von einer Seite hier? Hier sieht das so komisch aus. Ach so, das ist der Bügel, der so übelst massiv ist hier. So viereckig da oben, nicht so abgerundet. Irritiert ein bisschen. Mal sehen, ob wir hier noch irgendwie eine Umleitung wieder bekommen. Hatten ja jetzt die letzten Male immer irgendwie Glück. Obwohl ja schon mindestens 2 Wochen kein ATS mehr. Ach, könnte schon 2,5 Wochen sein. Die Zeit verrennt so schnell. Ja, wohl. Ein paar Folgen hier aufnehmen, ne? Schön hinterm Lenkrad auf unseren Bock. Obwohl ich ja wirklich sehr gerne den ATS spiele, ne? Vielleicht werden wir doch wieder mal ein Auge drauf setzen und dort auch nochmal den einen oder anderen LKW-Mod, wenn wir da was haben, rausholen. So, warte mal, wir haben ja Zeit. Ich sehe hier auf der Karte, dass da noch irgendwie so eine Ranch ist. Und die werden wir jetzt gleich mal abfahren. Ich will... Unfall verursacht? Ach, hör auf. Aber wir fahren ja immer auf die Ranch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier. Ist das überhaupt eine Ranch oder ist das hier? Kann ja aber sein, dass das hier was Neues ist. Ach, zu hart gebremst. Ist das hier standardmäßig? Auf jeden Fall ist das asphaltiert hier. Und die Adler, die kreisen da schon und die Geier. Ah ja, das ist... So ein bisschen Standard, ne? Aber warte mal. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas für uns. Vielleicht gibt es was für uns? Nein, hier gibt es nichts für uns zu transportieren. Schade. Schade, schade, schade. Naja, dann müssen wir wieder zurück. Wir suchen nämlich nach Arbeit. Aber hier sind andere Traktoren, ne? Und die Gewächshäuser waren vorher auch nicht so, oder? Täusche ich mich? Das sind andere Traktoren. Hm. Ja, könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben. So. 124 Meilen noch. Oh. Ja. Das wäre klasse. Klassiker. Wieder alles gegeben hier. Mann, 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 Mann. Ja, ich muss doch erstmal mit mir klarkommen mit diesen. Das lasse ich wahrscheinlich erstmal im ATS. Oder wie macht ihr das? Ob das auch mit diesen Schnellfunktionen nach rechts oder links. Hier ist noch ein kleiner Streckenabschnitt. Wahrscheinlich um diese Straße hier. Hier ranzubauen, die hier. So, wir können wieder schneller fahren. Jetzt haben wir natürlich wieder so ein Ei vor uns. Ah, Polizei ist da. Werde ich mal lieber nicht versuchen, hier zu überholen. Ein bisschen schneller. Aber sowieso erstmal Überholverbot.
könnt ja ruhig wenigstens 55 Meilen fahren. Also wie es aussieht, bleibt er bei 50. Naja, dann ist das erstmal so. Wir kommen ja gut voran. Überholen ist sowieso verboten hier. Zwei durchgezogene Linien bedeutet definitiv, ne? Überholverbot. Hätten sie auch die Ranch noch irgendwie anpassen können. Überland. Man sieht doch, wie die Straße aussieht. Ne? Durch die Sonne ist die sehr in Mitleidenschaft geraten. Hm. 90 Meilen und der gibt auf jeden Fall ordentlich Schubrakete. Dann kann ich 55 machen. Wir müssen definitiv noch ein bisschen mehr ATS noch ein paar Strecken abfahren. Weil wenn Washington kommt, haben wir wieder eine ganze Menge an Touren vor uns. Wir haben ja Oregon noch nicht richtig abgefahren und die ein oder andere Passage. Oh, jetzt ist der aber wirklich... Ja. Weg, ne? Ja, wenigstens setze ich hier die Straße wieder. In Ordnung. Also mit dem Verbund, denke ich, werde ich noch eine Folge aufnehmen. Aber diesmal mit Fracht. Ah, schönes Gefährt. Oh oh, oh oh, oh oh, da geht doch, da wird doch was nicht richtig funktionieren hier. Eieieiei. Ah, da war ich sehr mutig. Normalerweise. Was hupt der da? Ja, ja. Die hupen da hinten. Normalerweise wäre es dann wahrscheinlich so gewesen, dass ich hinter den ersten überholenden LKW wieder eingeschert wäre. Aber ich wollte es einfach wagen. Also hier. Wer nochmal übernachten will, ne? Hier gibt es nochmal ein altes Motel. Besonders günstig. Eine Übernachtung, aber mit frischem Kaffee kann man nicht dienen, weil Wasser wurde schon vor Jahren abgestellt. Man sollte sein eigenes Wasser mitbringen. Oder man macht die Leitung auf, dann kommt so ein glibberiger, rostiger Sud raus. Naja, kann natürlich auch wach halten, ne? Ah, sieht schon ein bisschen verlassen die Gegend aus. Ich habe mal einen Bericht gesehen hier über Detroit. War ja doch schon eines der größeren Städte in Amerika. Gerade durch die Autoindustrie. Und da ist es wirklich sehr, sehr düster geworden. Haben sie natürlich wieder ein bisschen berappelt, aber die alten Glanzzeiten dieser Metropole... Die sind wahrscheinlich vorbei. So, das ist der Highway Nummer 6, wo wir unterwegs sind. Okay. Kommt der alte Volvo. Ja, gefällt mir der neue auf jeden Fall viel, viel mehr, ne? Obwohl ich ja manchmal so eine alten Trucks ja doch sehr feier, ne? Ja, hier mit 70 Meilen, das ist doch ganz schön übertrieben, oder? Wäre so eine schöne Strecke hier für unseren Konvoi, Osterkonvoi. Also der nächste große Konvoi von SCS, ach von SCS sage ich schon, von unser CML soll ja der ATS werden.
Aber da muss ich selbst nochmal gucken, inwiefern, wann und ich dann auch teilnehmen kann, ne? Ja, die Bodentexturen sehen hier irgendwie ganz anders aus, oder kommt mir das einfach nur so vor? Müsst ihr mir das mal in die Kommentare reinschreiben. So. Junge, 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 Junge. Die Polizei hält auch wirklich jeden an hier, wa? Was haben wir denn? Dann müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwo eine Werkstatt finden. Da fahren wir nämlich hin. Sieht aber irgendwie schlecht aus. Was hupen die denn immer? So. Ja, ist ja gut. Eine Werkstatt gibt's hier nicht. Naja gut, dann gehen wir da zu irgendeiner Schlafmöglichkeit. Hier haben wir alles abgefahren. So, also mit dem LKW werden wir auf jeden Fall noch eine Tour machen. Blinker mal an. Richtig schönes Gefährt. Wenn ich sie vergesse, werde ich natürlich den Link unten in die Videobeschreibung reinmachen. Die fahren noch manchmal. Da vorne wieder rot, ja. Ja, das läuft ja. Fahren. Okay, dann lass uns einfach mal hier zum Diner gehen, was zu essen holen und dann sehen wir uns das nächste Mal mit Fracht und diesem LKW und dem neuen Trailer. Ich mach'n Fisch, haut rein, macht's gut, bye bye.